Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind im Harz und zwar hier in einem Apartment. Ich muss jetzt gerade mal nachlesen, nochmal, wie das Ding heißt. Ich vergesse das die ganze Zeit. Apartment stylischer Harztraum heißt das Ganze. Und wir sind hier in der Unterkunft untergekommen. Das ist ein Ferienapartment und ich kann euch mal ganz kurz eine Roomtour geben. Also hier ist Wohnzimmer. Hier habt ihr kleine, gemütliche Terrasse. Dann, da ist eine Schlafcouch. Also das ist noch umgebaut, ich glaube, von den Leuten, die vor uns hier waren. Die haben da wahrscheinlich zu viert hier gewohnt. Hier Fernseher, hier läuft gerade der Louis. Dann haben wir hier die Küche. Super schick, super modern alles. Dort ist ein Abstellraum. Hier ist Kühlschrank, dann Ofen und so weiter. Also alles, was man braucht. Wirklich voll ausgestattet, Kaffeemaschine. Dann ein Schlafzimmer natürlich. Hier ist die Michaela natürlich. Bin auch dabei. Die fährt heute das erste Mal wieder Bikepark, nachdem sie sich die Hand gebrochen hat. Und hier ist das Bad. Super modern, super schick. Große Dusche, Badewanne und einfach Klospülung mit Touch. Verrückt, ne? Ja, der läuft. Ja, wir machen uns jetzt aber auf den Weg. Wir fahren nämlich jetzt in den Bikepark Bodetal oder Thale, je nachdem, wie man das nennen möchte. Und da waren wir noch nie. Wir werden heute und morgen versuchen, Fahrrad zu fahren. Also heute 100%. Morgen schauen wir mal, wie wir uns fühlen. Aber wir sind ja nicht umsonst so weit in den Harz gefahren, um dann nicht wirklich viel Fahrrad zu fahren. Ne? Ja, wir machen uns jetzt ready und dann geht's ab. Noch mein Akku von der X4. So Leute, wir haben außerdem noch was Neues mit im Trip hier dieses Mal. Und zwar haben wir ein bisschen Platz drin sparen können, weil wir jetzt einen Fahrradträger haben. Und zwar von Rameda. Und wir haben ja wirklich lange nach einem Fahrradträger gesucht, der vor allem ja meinen Bedürfnissen entspricht. Und uns war wichtig, dass der abklappbar ist, so dass man Kofferraumklappe noch zu- und aufbekommt. Das Einzige, was wir dafür machen mussten, ist die Anhängerkupplung ticken weiter runtersetzen. Außerdem war mir wichtig, weil wir hatten das bei einem anderen Fahrradträger, ich habe ja einige getestet, hatten wir das Problem, kann ich euch jetzt mal zeigen gleich. Bei anderen Fahrradträgern hatten wir nämlich das Problem, dass der Lenker immer gegen die Heckklappe oder gegen die Scheibe gekommen ist. Zum Beispiel beim Fahrradträger, den der Marc hatte. Und das sind halt alles so Sachen, das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man zwei Bikes transportieren will, weil wir ein Bike dann praktisch immer drinnen transportieren müssten. Heute haben wir das sowieso so gemacht gehabt, weil ich einfach zu faul war, ein zweites Bike nach drinnen einzupacken. Eigentlich hätten wir den Träger gar nicht gebraucht, aber dennoch haben wir ihn einfach mitgenommen. Außerdem war mir wichtig, dass der hier diesen Verschluss hat und nicht den Verschluss, den wir zum Beispiel auf dem Ducato hatten. Zwei Bikes passen auch ganz normal nebeneinander, das andere dann halt wie auch verkehrt rum, ne? Also andersrum als das. Aber das ist ja sowieso, glaube ich, bei fast allen Trägern so. Das Standard abklappen kennt ihr auch. Hier ist super, super viel Abstand. Und wir zeigen euch das gleich auch mal von drinnen. Der Fahrradträger ist irgendwie sehr, 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 sehr stabil. Das Ding wackelt wirklich kaum, im Gegensatz zu den Mounts, die wir drinnen haben. Außerdem war noch ein weiterer Punkt mir mega wichtig, dass das Ding einfach schnell und einfach ab und dran zu montieren ist. Weil da gab es auch so manche Fahrradträger, die einfach wirklich ein kleiner Akt waren, die dran und wieder abzubekommen. Ich zeige euch das auch einmal ganz kurz. So, natürlich ist der auch abschließbar. Ne? Wenn ihr den jetzt abmachen wollt, dann klappt ihr den einfach zusammen. Zack, zack. Zieht hier hoch, steckt das Ding aus. Da ist eigentlich noch eine Schutzkappe dabei. So, und das war's. Ich weiß nicht genau, wie viel er wiegt, aber er ist auf jeden Fall auch super, super leicht. Und so macht man ihn ab, kann ihn dann reinstellen. Drauf, das ist genauso einfach. Einfach aufsetzen. Das Ding hier wieder
runterdrücken und das war's. Und hier wieder das Ding reinstecken und so weiter. Also mega, mega easy. Und damit haben wir glücklicherweise endlich einen Fahrradträger für uns gefunden. Der Rameda Towbike Pro 2. Wenn ihr euch für diesen Träger interessiert, dann habt ihr mit dem Rabattcode MICHI10 10% Rabatt auf diesen Träger. Der ist auch brandneu, also der, wo wir den jetzt gerade haben, da gibt es den noch gar nicht zu kaufen. Und wie ihr seht, easy peasy, zwei Räder, die Reifen passen gut rein, die Länge passt. Also alle Sachen, die für Mountainbiker wichtig sind, funktionieren mit dem Fahrradträger super. Also wenn ihr Bock drauf habt, checkt das Ganze aus. Ich finde auch optisch ist das Ding auf jeden Fall ein Hingucker. Ich finde, das ist schön, wenn die einfach komplett schwarz sind, so wie der jetzt. Und nicht irgendwie noch so grau und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Außerdem die Rückleuchten finde ich auch super schick. Die müssen wir euch eigentlich nochmal im Laufe des Trips vielleicht im Dunkeln zeigen. Aber die sind halt zum Beispiel komplett schwarz. Finde ich super schick, sieht nice aus. Und ich bin auf jeden Fall happy mit dem Ding. Ja, checkt den ab, wenn ihr euch dafür interessiert. Link in der Videobeschreibung und Rabattcode MICHI10. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Park, denn es wird Zeit. Wir sind angekommen und haben auch schon die Bikes ready gemacht und eigentlich ist alles bereit. Übrigens, ich bin wieder auf Schwalbe umgestiegen. Das sind jetzt die Originallaufräder vom Swoop. Und da war allerdings so eine super Trail-Karkasse drauf und ich fahre lieber ja ein bisschen mehr Durchschlagschutz, weil ihr wisst ja, Laufräder leiden bei mir mal ein bisschen. Und ich habe auf die Originallaufräder auch gewechselt, weil der Laufradsatz von Noah leider einen ordentlichen Riss drin hat. Ich habe mit Noah geschrieben, er meinte, es ist nicht schlimm. Das ist ja vollstes Vertrauen in sein Produkt und ich glaube ihm da auch. Aber nichtsdestotrotz fahre ich die jetzt lieber weiter auf dem Levo, womit ich mehr Trails fahre und jetzt nicht so viel Bikepark. Und ich habe neue Griffe dran. Und zwar diese GDA Team Griffe von Ergon. Habe ich von Thomas. Thomas, lieben Dank dafür. Und die werde ich jetzt erstmal testen heute. Sind wir fertig? Ja. Was würdest du eigentlich sagen? Ist Instagram anstrengender oder YouTube? Schon beides gleich anstrengend. So, wir radeln los. Ich habe mal wieder einige Baustellen. Und zwar meine Gabel knackt immer noch. Ich hatte zwar eben nochmal alles gelöst. Aber ich glaube, ich muss die Gabel einfach einschicken. Und, hört mal. Hört ihr das Pfeifen? Seitdem ich das Hinterrad wieder eingebaut habe, scheint da am Bremsbelag irgendwas zu sein. Die Bremse leicht ziehe, ist es weg. Ich hoffe, dass sich das einfach im Laufe der ersten Abfahrt vielleicht regelt. Aber gute Nachricht, die Schwalbereifen laufen rund und eiern nicht. Das heißt, es lag wirklich an den Reifen vorher, an den V-Tire. Und die Schwalbereifen laufen einwandfrei. So, man muss jetzt hier wohl ein Stückchen hochpedalieren und dann ist man am Start. Jetzt vom Parkplatz oben, Stückchen Straße, Start ist hier und leider knackt vorne die Gabel ganz schön arg. Ich denke, da muss ich gleich die Tickets geholt haben, nochmal ran. Ja, hier scheint der Start zu sein und hier die Strecken. Leider gab es wirklich fast gar keine Videos im Internet irgendwie, wo man die Strecken richtig gut sehen konnte. Aber der Brunhildenritt, das klingt nach, das ist ein geiler Name. Rostrappen-Downhill ist ordentlich, sagst du? Aber wenn das rot ist, dann kann man die ja umfahren. Ja, machen wir easy. Ich muss jetzt eh erstmal einmal runterrollen, Tickets holen und dann muss ich das hier nochmal auseinanderschrauben. Fährt einfach wirklich ohne Helm. Thank you.
übel. Ich bin mal gespannt, wie die sich heute fühlt. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall ein bisschen Luftdruck rauslassen. Das ist genau das gleiche, was der Kevin hatte im ganzen Urlaub in Saalbach und so. Scheint so eine Sepp-Krankheit zu sein. Ich müsste ihn mal fragen, was das war. Oh, und ich kann auf jeden Fall weniger Luftdruck fahren, merke ich. Durch die Herdrecker-Kasse. Das ist schon cool. Gucken, wo die Michi ist. Ja. Michi ist heute das erste Mal wieder Bikepark nach der Geschichte mit der Hand. Boah, viel Schotter hier, ey. Leute, ich bin übrigens auch das Norco jetzt letztens nochmal gefahren. Im Kurs. Okay. Gelassen. Ich habe jetzt gemerkt, das hier führt, glaube ich, auf Rot und Blau geht eigentlich hier unten lang. Ich lasse die Michi mal vorfahren, dass sie sich ein bisschen sicherer fühlt und nicht gedrängt so am ersten Tag. Okay, noch schöne Kurvenführung. Ich vermeide jetzt einfach mal zu springen, weil das so schlimm knackt, ey. Geil, aber Bock. Ja, ein bisschen weniger Luftdruck von geiler. Ah, knapp hier. Mal das Deppen oder was hier rein? Zwei ist hier lang. Ein bisschen zu weit gefahren. Ich muss ja den Speed mitnehmen, da muss man auch nicht so rein pedalieren. Links. War gut steinig auf jeden Fall hier. Halt richtig durch der Boden. Highspeed-Passage. Ist das richtig? Oh, Wurzel. Kommt, ey. Oh. Also für Blau auf jeden Fall auch ordentlich ruppig tatsächlich. Rechts. Ja, ja, rechts. Bringt man da auch rein oder was? Weiß ich gar nicht. Wenn man hier Speed hat, würde man sich die trauen zu doublen. Ja, auch die kleinen. Ja,
Wenn wir morgen nochmal fahren, werde ich hinten Bremsbeläge wechseln. Und halt direkt beide Streckenkreuzung. Ende. Ich fand das cooler als oben das. Ich fand das oben cooler. Echt? Ja. So, die Michi holt kurz Tickets. Oder versucht zumindest. Ich chill im Schatten. Der Lift sieht ungefähr so gemütlich aus wie im Brandnertal. Auf jeden Fall wieder krass meditativ das Ding. Aber okay. Es ist halt, glaube ich, so ein kleiner süßer Bikepark. Die blaue hat mir schon mal Bock gemacht, Harzer Roller, Daumen nach oben. Wir schauen jetzt mal weiter. Ich würde gerne versuchen, jede Strecke einmal für euch abzurollen, dass ihr so ein Alle-Strecken-Video mal habt. Und dann nehme ich euch immer die ganzen First Runs rein, damit das ja einfach authentisch ist. Und weil ich habe kein richtiges Alle-Strecken-Video gefunden in der ordentlichen Qualität. Und dann dachte ich mir so, komm, machen wir das mal. Leute, erinnert ihr euch an die Zeiten, wo ich gesagt habe, im Bikepark Winterberg, wir sitzen im langsamsten Lift der Welt? Er ist abgelöst von hier in Thale. Der Lift ist wirklich langsam. Und mit den Rädern hier, also so ganz vertrauen tue ich der Sache nicht, muss ich ehrlich sagen. Gerade beim Einhängen, die hauen schon krass gegeneinander. Wenn ich jetzt hier so ein 10.000 Euro Rad dranhängen würde, dann mich, glaube ich, ein bisschen ärgern. Ja, wir fahren jetzt hoch und fahren dann kurz zum Parkplatz. Ich versuche, meinen Knacken zu lösen und hoffe, ich krieg's weg. Einmal. So, bereit für den Brunhildenritt? Ja, klar. Guck mal. Los auf die Brunhilde. Und der Leo ist auch mit dabei. Macht die Werbung oder was? Weiß nicht, was er hier macht. Ich glaube, es knackt immer noch, Leute. Ja. Boah. Das ist jetzt Enduro Trail. Ah, leider knackt es immer noch. Das heißt, das ist jetzt der Moment. Oh! Achtung! Guckt man einen Moment nach hinten, wo ich mit dem Scoopy mich wohl echt um die Gabel kümmern muss. Ah, ich weiß leider jetzt. Das ist richtig. Und geht das mit der Hand, das Gerumpele? Ja. Geht das Gerumpele mit der Hand? Das geht, ja. Nee. Oh, falscher Gang. Das Geile ist jetzt, hier ist jetzt eine niegelnagelneue Kassette drauf. Die Gänge gehen so richtig schön knackig rein.
Mann. Einfach vielleicht so eine die neue Zep Ultimate zum Beispiel, Leute, in dem neuen Rot, die wäre doch geil zum Swoop, oder? Wow. Versuchen wir die ganze Zeit die Highline zu halten. Meistens ein bisschen die bessere Wahl auf so Trails. Macht mir aber tatsächlich Bock. Ich bin bereit für den Bodo-Pass. Bodo-Pass! Ab geht's! Oh, die Wechsel sind tatsächlich krass hier, von hell zu dunkel. Wow! Geil! Jetzt halt aber wieder sehr flowig, nicht mehr Enduro-lastig so. So ein Gefühl. Versuchen dieses Knacken echt zu ignorieren, ey. Cool, ey. Hier ist so ein Versammlungsplatz in der Mitte vom Trail. Boah. Ach, Leute, ey. Ignoriert das Knacken bitte. Ich hoffe, das hört sich nicht so schlimm an wie beim Kevin. Bei dem war das ja richtig krass. Aber normalerweise war das die letzten Male immer nur mit so Jumps, wenn ich aus der Compression raus bin. Jetzt sagt das der ja so die ganze Zeit. Klingt komisch. Okay. Der war richtig geil, aber weiter geht's am Brunhildenritt. Jetzt der Abschnitt anscheinend rot hier. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen orientieren, ab wann es denn auf den roten Part geht. Ah, da vorne, glaube ich. Und Hildenritt auf die 1. Ruppig. Ah, da geht's runter. Abbiegen auf dem Brunhildenritt. Sieht so Single Trail mäßig aus. Hier so ein Skinny. Uppala. Okay, geradeaus, rechts, wo lang? Das war nur so eine Teilsektion. Boah, das ist natürlich hart hier. Die ganzen losen Steine. Schön Druck auf die Pedale. Da hätte man auch rechts hochgekommen, habe ich gerade gesehen. Das hier haben wir, glaube ich, eben
von der Straße aus gesehen. Oh, als wir hochgekommen sind, hochgefahren sind. Oh Gott. Alter, HP-Passage. Echt, echt jetzt? Oh. Sogar dabei knackt das jetzt. So strange. Aber, also wirklich, das Swoop klettert echt überraschend gut. Einen kleinen Ziehweg gerade mal geschoben. Das ist jetzt sozusagen der rote Teil vom Brunhildenritt. Ja, das war geil, aber die Stelle, ey. Geiles Ding. Mal gucken, was die Michi macht. Okay. Ja, dann fahren wir einfach jetzt einen Ticken langsamer. Das geht aber echt zur Sache, ne? Steine, man kann halt gar nicht langsam fahren. Und dann liegt einfach so ein Stock mittendrin. Ja, man kommt halt nicht zum Stehen, weil es so halt krasser, krass Schutt ist, so, ne? Wenn man weiß, dass das kommt, so, dann kann man sich ja auch so ein bisschen drauf einstellen, ne? Aber ich glaube, man darf echt nicht zu schnell reinstarten, so. Aber geil, also das, der war, fand ich jetzt noch viel besser als den ersten Trail. Hat mir richtig gut gefallen. Das ist gar kein Schild, sind wir falsch gefahren? Vielleicht da hätten wir reingemusst wieder in den Wald? Nee, ich glaub schon, dass der Trail zu Ende ist. Hier rechts. Ja? So, Leute, eine Strecke fehlt uns noch. So, wer ist das Ding? Irgendwas Downhill, ne? Rosttrappe Downhill. Da sind Gaps drauf. Das ist so die Strecke, die sieht man am meisten in Videos. Aber wie die so richtig aussieht, weiß ich nicht. Und so Gaps bei so einem First Run mitnehmen ist immer schwierig. Deswegen kann sein, dass ich mal zwischendurch anhalte, mir die angucke. Aber schauen wir mal. Ich bin gespannt, Leute. Mit meiner klackenden Gabel. Ah, okay. Da kann man auch einiges schneller sein, aber der ist schön gebaut. Oh! 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 Oh, okay! Das hier. Verschiedene Linien. Hier ist das erste, glaube ich. Das kann man easy springen. Das kann man sogar zu kurz springen. Ist nicht so ein richtig krass heftiges Gap. Hier kommt dieses Ding, was niemand springt irgendwie. Das da. Okay, das ist dann auch kurz. Hier kommt das erste Gap. Aber das ist schon ein Stück auf jeden Fall, ey. Man braucht krass Speed, um drüber zu kommen. Na, schauen wir mal weiter. Oh! Oh.
das wusste ich nicht, dass das ein Gap ist. Scheiße. Alter Falter, das ist einfacher, das Gap. Alter Falter. Hier ist die berühmte Brücke, sieht man immer, stehen immer alle drauf. Und ich sag's euch, die ist wirklich steiler als ihr denkt. Also das da oben, der erste Teil, da ist wirklich angesagt, dass man den passenden Speed kennt für die Jumps. Aber das Ding hier ist wirklich einiges steiler als man denkt. Hier ist ein Gap. Easy peasy drüber. Schneidet man hier auf die Wurzeln auch nicht. War geil, ey. Mal kurz gucken, ob die Michi drüber ist. Ja, alles klar. Und hier noch ein Gap. Ein Drop. Und hier. Da könnte man reinspringen sogar. Boah, Highspeed-Passage hier. Geil, aber schön. Schöne Strecke auf jeden Fall. Die wechselnden Lichtverhältnisse ist der Struggle. Es gibt viele Sachen, die man nicht so gut sieht. Ich glaube, wenn die Sonne so ein bisschen mehr untergegangen wäre schon, wäre das nicer. Aber geil. Wirklich geile Strecke, ey. Die ist aber geil, die Strecke. Das war so knapp, ey. Bei mir war auch ein paar Mal knapp. Ich bin halt fast auf dieses Gap gefahren. Das wollte ich nicht. Ich wusste nicht, dass da direkt ein Gap kommt. Ach so, das über den Fluss. Ja. Ja, ich bin dann halt in letzter Sekunde links gefahren. Das ist das, was ich meinte auf der Brücke. Da kommt direkt ein Gap. Ja, wusste ich nicht, was da kommt. Aber das sind so ein paar Linien, die führen einen eigentlich ganz anders, als man eigentlich fahren will. Und dann, weißt du, was ich meine? Also jetzt gerade hier über den Baumstumpf, ja, die führen einen halt auf die Sprünge. Nee, die sprühen so, auch. Also mich hat das gerade voll auf dieses Gap gezogen. Ja, das geht fast von alleine. Ich wusste aber nicht, wie schnell man sein muss. Einfach, ich habe das gar nicht mitbekommen, wie weit das überhaupt war, weil du ja echt Speed hast, wenn du da ja, aber Ende. Wenn ich das nicht weiß, fahre ich das doch nicht einfach blind. Ja, ja, klar. Oh. Ja, wir kannst eigentlich direkt durchlaufen lassen jetzt. Unnötig dann noch eine Pause zu machen. Ich frage jetzt mal die Michi, ob die mitfahren will, das Stück oder nicht. Willst du das letzte Stück rot mitfahren oder willst du auf blau wechseln? Das Stückchen hier. Michi will auf jeden Fall mitfahren. Das kennt ihr ja schon. Von gerade eben. Jetzt gucken wir mal. Wir hier ein bisschen smartere Linie finden. Ja, war okay die Linie. Kannst auch den Harzer Roller zu Ende fahren. Und ich fahre das letzte Stück alleine. Ja, der letzte Part steht an, glaube ich. Tendenziell war es jetzt immer so, dass die Strecken nach unten ein bisschen schwieriger geworden sind. Mega geile Line auf jeden Fall hier. Allerdings viele Speed-Sprünge, ne, wo man den Speed halt kennen muss. Und jetzt auf der Runde war ich definitiv auch zu langsam natürlich dafür. Aber wenn du da einen hast, der dich drüber zieht, dann sind das so Sprünge, die funktionieren einfach super entspannt und super easy, wenn du einem hinterherziehen kannst und dich einer zieht. Leider ist echt ultra wenig los hier. Wir sind hier praktisch alleine irgendwie im Park. Ganz viele Leute unten an diesem Erlebnis-Dings, aber irgendwie niemand im Park. Ja, Michi geht jetzt kurz gucken, ob es Überraschungen gibt. Und dann fahren wir das letzte Stück hier. Schwarz.
hören. Manchmal sind hier so Schilder. Ich frage, warum die da sind. Achtung, Drop! Hoffen wir, dass nichts passiert. Ey. Zu kaufen. Ha, wir haben es geschafft. Jede Strecke sind wir einmal gefahren. Ich hoffe, wir haben hier auch jeden Abschnitt irgendwie erwischt. Ich war mir da manchmal nicht so sicher. Es gibt ja irgendwie so 3 offizielle Strecken, die von oben starten. Aber dann natürlich viele Abschnitte untereinander, wie es oft ja in so kleineren Parks ist. Ich wollte euch mal ganz kurz zeigen nur. So sieht das Ganze aus, wenn da 2 Räder drauf sind. Und dadurch, dass wir jetzt halt einen Fahrradträger haben, wo immer 2 Bikes drauf können, auch E-Bikes übrigens vom Gewicht her, haben wir einfach mit dem Detlef jetzt viel mehr Möglichkeiten, weil wir den halt jetzt wirklich halt als Camper richtig nutzen können, auch bei schlechtem Wetter. Deswegen wird hier innen auch noch mehr passieren. Dazu kommt ein extra Video, so ein Update, was wir alles gemacht haben. Ihr seht ja, wir haben auch die Taschen und so weiter. Und da kommt auf jeden Fall ein gesondertes Video zu den Plänen, die wir noch haben. Ja, ansonsten hier ist immer so natürlich die Arme hier durch verlegen und so, aber top, ich bin richtig happy, dass wir das Ding haben. Und es macht echt einfach einen Unterschied. Wie war der erste Bikepark-Besuch? Turbulent. Ja, war schon ruppig, ne? Ja, also die Strecken sind auf jeden Fall, man darf jetzt nicht irgendwie eine super krasse Flowline hier erwarten. Das ist schon ein bisschen Singletrail-lastiger. Ich habe mich so ein bisschen verglichen mit Hometrails bei uns in der Nähe und der Boden ist sehr wechselhaft, also man hat ein bisschen Brechsand, man hat ein bisschen Natur belassen und mir machen die Trails hier aber mega Spaß, also ist auf jeden Fall ein Besuch wert, lohnt sich. Der Lift ist natürlich ein Ticken langsam, aber ja, was soll's, ne? Ja, also ich fand die Strecken mega cool. Ja. Also klar, wir hätten uns das vielleicht ein bisschen vorher angucken können. Dann wäre der ein oder andere Sturz nicht passiert. Aber ich hatte echt Spaß gemacht. Ja, also ich fand die Strecken auch mega. Hat mir mega gut getaugt. Enduro-Bike ist auf jeden Fall die richtige Wahl, weil man muss ein bisschen Wege fahren, auch wenn man von dem Brunhilden-Ritt... Der Brunhilden-Ritt, ja. Wenn man von dem runterkommt, muss man ein ganz Stückchen radeln. Ja. Und das wäre mit dem Downhill schon ein bisschen nervig gewesen. Ja. Geht auch, aber ich glaube, also auch für die meisten Sachen hier, also eigentlich reicht für alles sowieso so ein Enduro. Ne? Das auf jeden Fall. Ja, also. Und du musst ja auch zwischendurch bergauf fahren bei der Brunhilde. Ja, ja, stimmt. Man muss auch bergauf fahren. Und unten ist so ein richtiges Erlebnisparadies. Ne? Das heißt ja auch irgendwie Erlebniswelt oder so. Ja, und da sind die Toiletten übrigens. Da sind die Toiletten und da sind auch ganz viele Sachen für Kids und so. Also ich glaube, Familien, wenn die hier nach Thale fahren, haben wir auch echt eine coole Zeit. Ja, was interessant wäre, ob man hier campen darf. Hier steht auch noch so ein Wohnmobil dort. Das wäre halt chillig, wenn man hier einfach campen darf. Wir haben jetzt hier oben geparkt. Das ist perfekt eigentlich, weil dann hat man die erste Abfahrt umsonst sozusagen. Ne? Ja. Also so wie zum Beispiel in Olpe. Wenn man an der Skihütte parkt, dann fährt man runter zum Lift, holt da das Ticket. Hier haben wir es jetzt genauso gemacht. Jo, wir gehen jetzt einkaufen. Wir brauchen was zum Frühstücken, was zum Trinken. Und dann werden wir gemeinsam mit euch noch die Stadt erkunden. Ja. Weil wir müssen halt ein bisschen hier Tourismus und so Tourismusführer machen mit euch. Und dann werden wir mal gucken, wo wir was Gutes zu essen finden und
was die Stadt so zu bieten hat. Aber erstmal fahren wir zu Kaufland. Der ist nämlich ganz in der Nähe. Oh, Zeit, den Kaufland abzuchecken. Es ist immer aufregend, in fremden Städten einkaufen. Ja. Das ist total aufregend. Also die Leute hier sind auf jeden Fall irgendwie viel lauter beim Einkaufen. Bei uns, wenn wir in Kaufland gehen, da ist auch viel los, aber da ist nicht so laut. Und vielleicht bin ich auch einfach nur ein Sensibelchen. Mann, sind die Leute hier laut und hart. Da zieht er sich direkt rein. Kannst kaum erwarten. Kann man das Leitungswasser nicht einfach trinken hier? Stimmt, kann man es trinken. Ja, wir kühlen die Flaschen auf und trinken das. Ist nicht so verseucht wie unser NRW-Wasser. Nein, der wird richtig reingefließt heute Abend, weil es ja Urlaub. Was? Meine Kriegsverletzung. Hast du schon gezeigt? Nein. Ja, da. Das wird richtig übel werden. Ja, die mich hier stürzt, aber irgendwie. Heute zweimal, ne? Ja. Ja, perfekt. Und gerade noch ins Bett. Ja, perfekter Start, um wieder einzusteigen. Ja, wir laufen jetzt los Richtung Stadt. Wir müssen gleich mal Navi starten. Natürlich habe ich einen Burgerladen rausgesucht, klar. Und bei TripAdvisor schreiben die, dass die ganz besondere Burger machen. Also nicht so Standard. Aber meintest du nicht, der hatte nicht so tolle Bewertungen? 4,6 von 5, das ist eigentlich okay. Ich gehe eigentlich erst ab 4,8. Mhm. Es gibt kein Lokal mit 4,8 hier. Ja, wir gehen mal los und dann nehmen wir euch mal mit auf unseren Trip. Muss mal Navi starten. Ja, Leute, Flotte 3er BMW, auch in Quedlinburg. So, ich glaube, wir sind mittlerweile in der City angekommen. Es ist irgendwie, fährt eigentlich kaum ein Auto hier. Also jetzt sowieso nicht, jetzt sind wir mittlerweile in der Fußgängerzone. Aber auch vorher nicht. Und die Michi ist voll begeistert. Ich finde das voll schön. Sie findet es übel schön alles. Wir sind wie Phantasialand. Phantasialand? Ja, so Märchen. Ja, Phantasialand finde ich nicht schön. Ja, aber so Märchen. Ja, das ist wie im Märchenwald bei uns in der Nähe. Ja, mit dem Blender. Ja, auf jeden Fall scheint das hier irgendwie Innenstadt zu sein. Und hier ist ein Restaurant so neben dem anderen. Es sind auch super viele Restaurants ausgeschrieben. Das Restaurant, wo ich jetzt hin wollte, ist natürlich ein Burgerladen, wie ich euch schon erzählt habe. Aber bei TripAdvisor, glaube ich, auf Platz 7 oder 8 auch von 10 in den Top 10. Das heißt, eigentlich sollte das ganz gut sein. Es gibt natürlich jede Menge und ich gehe davon aus, dass auch die Preise saftig sein werden. Aber schauen wir mal. Gut. Ich würde sagen, ist halt nicht so eine Geschmacksexplosion, deswegen so eine 6 von 10. Oh, 6 ist aber schwach. Nee, ist gut. Ab 7 ist erst gut. Besser als gut. Wir sind am Rückweg. Der Quedling Burger. Wer ist es? Quedlin. Quedlin Burger. Quedlin. Kann man auf jeden Fall machen. Also ihr werdet es nicht bereuen. Ist natürlich, wie erwartet, schon softig teuer, so, ne? Aber kann man machen, geschmacklich auf jeden Fall in Ordnung. Aber wenn man jetzt so andere Burger gewöhnt ist, wie zum Beispiel, hier, ich glaube, hier sind wir lang, wie zum Beispiel, was weiß ich, Food Brothers, bei uns zum Beispiel in Köln, dann werdet ihr dann nicht happy. Aber ansonsten auf jeden Fall gut, kann man machen, bereut man jetzt nicht. Wir haben jetzt einen Fuffi bezahlt für Burger, eine Chili Cheese Fries und Getränke. Ist auf jeden Fall okay. Ja, wir gehen jetzt nach Hause und dann gucken wir weiter Olympia, weil Breaking ist bei Olympia. 2028 bin ich übrigens dann dabei. Wisst ihr Bescheid? In diesem Sinne, Leute,
Ich glaube, wir können einen weitergehen auch noch und dann links, ne? Müsste gehen. Ja. Ja, in diesem Sinne, Leute, lasst gerne ein Abo da. Abonnieren, nicht vergessen. Kostet nichts und hilft viel. Und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Ah, guck mal da. H&R, ey. Ich habe übrigens auch schon eine H&R-Feder zu Hause liegen. Testvideo wird kommen. Allerdings eine 525er tatsächlich. Eigentlich wollte ich ja eine leichtere, für leichteres Gewicht eine Feder einbauen. Allerdings war es jetzt heute so, dass ich irgendwie 30% Säck hatte. Und eigentlich fahre ich 25. Vielleicht ist 525 auch gar nicht so verkehrt. Und ich habe ja auch die Vermutung, dass die ein bisschen feinfühliger sein wird. Aber mehr dazu dann in den nächsten Videos. Wenn ihr das sehen wollt, aktiviert die Glocke, damit ihr das auch auf keinen Fall verpasst. Und yes, schauen mal, ob wir morgen noch irgendwo Fahrrad fahren gehen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen in den nächsten Videos. Ansonsten sehen wir uns zu Hause wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.